Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus. Frau Bundesminister, gleich eine höfliche Frage an Sie eingangs des Tagesordnungspunktes. Wissen Sie, warum Sie heute da sind? Ich kann es Ihnen sagen, Sie sind deswegen da, weil Sie seit einigen Monaten, möchte nicht schon fast sagen Jahren, das ORF-Gesetz, die Neufassung des ORF-Gesetzes mutwillig verschleppen. Sie sprechen mit keiner Partei darüber, wie es mit diesem ORF weitergeht, und Sie lassen uns nur so durch irgendwelche Zwischentöne wissen, was Sie in Zukunft planen, Frau Bundesminister, und das ist eben genau das Problem, mit dem wir hier auch im ORF zu tun haben. Und wissen Sie, Sie schlafen auf der einen Seite in der Pendeluhr, bringen im ORF-Gesetz nichts weiter und machen auf der anderen Seite gleich einmal wieder einen festen Griff, einen festen grün-schwarzen Griff in die Taschen der österreichischen Steuerzahler, Frau Bundesminister. Und das geht so nicht. Und wissen Sie, dass in der derzeitigen Regierung sehr vieles mit dem Prädikat unfähig zu versehen ist. Das ist auch im ORF der Fall. Wir haben ein unfähiges Management, das diesen Konzern vollkommen gegen die Wand fährt, und ihnen fällt nichts Besseres ein, als die Menschen in diesem Land in einer Teuerungsphase zur Kasse zu bitten. Ich würde das als zynisch bezeichnen, Frau Bundesminister, und wirklich, da sollten Sie vielleicht noch einmal den Entwurf, den Sie noch nicht fertig haben, noch einmal mitnehmen und noch einmal gescheit darüber nachdenken, was Sie daher am besten machen können und vor allem, wie eine Grundreform des österreichischen Rundfunks und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eigentlich auszusehen hätte. Wir Freiheitliche sagen zu dieser ORF-Steuer, denn nichts anderes ist diese Haushaltsabgabe, deswegen auch ein klares Nein, und wir sind damit nicht alleine. Laut einer aktuellen Unique Research-Umfrage sind 58% der Bürger gegen diese Haushaltsabgabe, und auch im Standard gibt es eine ähnliche Umfrage, da sagt man, dass sogar 63% der Bürger in diesem Land gegen ihre politischen Verirrungen sind, Frau Bundesminister, und das sollten Sie auch zur Kenntnis nehmen. Interessant ist bei der Standardumfrage die Aufgliederung der Befürworter dieser Haushaltsabgabe in politische Parteien. Alle Parteien, außer die Grünen, sind gegen die Haushaltsabgabe. Bei den Grünen sind es auch gerade mal 55%. Aber Frau Kollegin Maurer, wenn Sie dann kurz Zeit haben zuzuhören, 55% der Grünen fallen, und da werden Sie mir vielleicht sogar recht geben, wenn Sie kurz Zeit haben, nicht besonders ins Gewicht. Die wird da eher vom Zwergenaufstand im Minimundus sprechen. Und ich hoffe tatsächlich, dass irgendwann einmal Schluss ist, dass der grüne Schwanz mit der ganzen Republik wackelt. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Ich habe mir aber trotzdem darüber Gedanken gemacht, warum die Grünen zumindest mit einer geringen Mehrheit doch für die Haushaltsabgabe sind, und das ist mir eingefallen, es hatte einen Grund. Es sind ja doch ein paar Politikwissenschaftsabbrecher in den Reihen der Grünen, die dann auch irgendwann einen Job brauchen und ihre verqueren Gedankenspiele da vielleicht auch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk kundtun wollen, und ich glaube, das ist der Grund. Also sie sind dafür, damit sie ihre Powi-Abbrecher irgendwo unterbringen und damit sie halt ein bisschen Sozialpolitik machen können, oder ich möchte eigentlich eher sagen, damit sie ihren Ökomarxismus entsprechend an Mann und Frau bringen können und vielleicht noch ein bisschen herumgendern können. Das ist doch der Grund, warum sie das eigentlich als so wichtig für sich erachten, meine Damen und Herren von den Grünen. Aber zu lange über die Grünen gesprochen, man muss das immer ein bisschen anhand des Wahlergebnisses auch sehen. Gehen wir wieder zurück zum ORF und schauen wir uns an, wie der ORF eigentlich momentan verfasst ist. Wir haben momentan GIS-Zwangsgebühreneinnahmen im ORF in der Höhe von 676 Millionen Euro. Das sind die Zwangsgebühren, die sie den Menschen in diesem Land abnötigen. Dazu kommen dann noch 217 Millionen Euro an Werbeeinnahmen. Das ergibt mit diversen Nebengeräuschen ein Gesamtbudget des ORFs in der Höhe von ca. 1 Milliarde Euro. Und ich würde sagen, das ist nicht das, was man als schlampig bezeichnen kann. Da könnte man sich schon einmal einen vernünftigen Betrieb damit führen. Es passiert nur nicht. Die verbliebenen Gebührenzahler bringen dem ORF pro Mann und Nase oder pro Haushalt, der jetzt da mitbezahlt, 18,59 Euro. Und dann kommen noch die Länderabgaben dazu. Das heißt also, man muss für den ORF im Monat zwischen 22,45 Euro und 28,65 Euro berappen. Und genau das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war der Grund, warum wir uns immer für ein Aus der GIS-Gebühren ausgesprochen haben. Und wir sind damit, wie gesagt, auch nicht alleine. Es gab erst kürzlich ein sehr, sehr erfolgreiches Volksbegehren, das erfolgreichste in diesem Bereich. 360.000 Menschen haben die Mühe auf sich genommen, sind auf die Gemeindeämter und Magistrate gegangen und wollten hier ihre Meinung einmal kundtun. Auch ich habe dieses Volksbegehren unterstützt, und möchte mich ganz ausdrücklich bei den Herrschaften bedanken, die das initiiert haben und die sich auch hier gegen den medialen Gegenwind gestellt haben. Aber
Was ist passiert? Es gibt im ORF sowas wie kommunizierende Gefäße. Auf der einen Seite sind die Zuschauerzahlen geschwunden, auf der anderen Seite ist die Gisse erhöht worden. Das ist das, womit man das ORF-Budget in den letzten Jahren immer irgendwie so drüber gebracht hat. Und ich glaube, da sollte man doch einmal ansetzen und sollte mal schauen, wo liegt eigentlich das echte Problem im ORF. Warum laufen dort Leute davon? Warum finden die Menschen, dass das Programm so mies ist? Warum ärgern sich die Leute so über oberlehrerhafte Moderatoren im ORF? Warum ärgern sich die Menschen über Personen im ORF, die eigene politische Agenda verfolgen? Und warum ärgern sich die Menschen in diesem Land? Und ich glaube, da sollten wir auch einmal wirklich drüber reden. Der Herr Bundeskanzler hat das irgendwann einmal in Aussicht gestellt. Ich glaube es ihm nur nicht. Warum ärgert man sich auch über die Corona-Berichterstattung, die in dieser Art und Weise stattgefunden hat und wo sich seitens des ORF bis heute niemand bei der ständig beschimpften Bevölkerung dafür entschuldigt hat. Was macht der ORF? Er lernt nichts aus der eigenen Situation und er sucht dort ständig irgendwelche Finanzlücken zu schließen und das ist ja mittlerweile schon im Monatstakt passiert. Und wenn er das Geld nicht bekommt oder wenn es nicht leicht geht, dann wird der ORF besonders dreist. Dann geht er nämlich selbst zum Verfassungsgerichtshof und weist darauf hin, dass es unter Umständen Menschen gibt, die über Streaminggeräte ORF-Programme empfangen könnten und dass es gegen den Gleichheitsgrundsatz wäre, dass die also dafür nichts bezahlen müssen und baut sich damit gleich selbst die Haushaltsabgabe, um den eigenen Privilegienstadel dann wieder von vorn bis hinten durchzufinanzieren. Und das ist schon eine Vorgehensweise, wo man wirklich sagen muss, also schäbiger geht es eigentlich nicht mehr, aber nichtsdestotrotz, das Urteil des Verfassungsgerichtshofes ist da, es ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz, aber es gibt auch eine andere Lösung. Die Lösung ist nicht zwangsläufig, Frau Bundesminister, eine Haushaltsabgabe, die Lösung könnte auch sein, die Zwangsgebühren für alle wegzugeben. Das ist das, was wir Freiheitliche schon seit Jahren fordern und was auch ein Zugang wäre. Man muss halt einfach den ORF auf andere Beine stellen, was seine Finanzierung betrifft. Aber daraus zu schließen, dass man jetzt alle Menschen beglücken muss mit einer Haushaltsabgabe, das kommt dem gleich, wie wenn jetzt jedem Grüne sagen müsste jetzt grundsätzlich mal Kfz-Steuer zahlen, obwohl sie bekanntermaßen nur Fahrrad fahren und gar keine Autos haben. Also das ist das, was auf der anderen Seite passiert. Ihre grünen Thematiken und ihre grüne Gesellschaftspolitik, die im ORF immer mehr überhand nimmt, müssen Leute jetzt auch bezahlen, die das gar nicht mehr sehen wollen, die schon längst aus der GIS ausgetreten sind. Sie sehen also, auch das entspricht nicht dem Gleichheitsgrundsatz. Das Hauptproblem im ORF ist, dass er seit Jahren seinen Kernauftrag nicht erfüllt und statt der Versorgung der Bürger mit adäquaten Informationen und mit adäquatem Programm versorgt er sich nur selbst im Privilegienstadel namens Königlberg. Das sind dort wirklich, das ist die Hochburg, die Gralsburg der Privilegienritter dort. Und ich möchte mal ein paar Zahlen vorlesen, dass man einfach auch sieht, was man sich dort unter im Hinblick auf Teuerung und so weiter alles vergönnt. Es gibt dort die Manager-Millionen in Hülle und Fülle. 400.000 Euro ist das Jahresgehalt für einen ORF-Generaldirektor. Und Frau Kollegin Maurer, nicht, dass das Gehalt des Herrn Bundespräsidenten in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen möchte, da ist jeder Euro zu viel. Aber selbst der Bundespräsident hat nicht so viel wie der ORF-Generaldirektor. Jetzt muss man sich mal anschauen. Also das ist einmal hochinteressant. Aber es geht munter weiter. Der ORF leistet sich auch 14 ORF-Direktoren, wo jeder mit einem Jahressalär von 248.000 Euro rechnen kann. Das ist sogar mehr. Und auch da ist das Gehalt nicht gerechtfertigt, aber trotzdem mehr als unsere Minister, auch Sie, Frau Ministerin Raab, im Monat und im Jahr bekommen. Aber es geht noch weiter. Es gibt ja die zwei Obereintreiber, die zwei GIS-Direktoren, die gönnen sich auch noch im Jahr jeweils 223.000 Euro. Und die haben mir die Mühe gemacht, das einmal durchgerechnet. Also wissen Sie, wie viele GIS-Haushalte Sie eintreiben müssen, dass nur die Gehälter für diese zwei Personen herinnen haben? Das sind 16.500 Haushalte, die man mal mit GIS sigieren muss, um einmal nur die zwei Geschäftsführer der GIS zu bezahlen. Das ist eine Stadt, die so groß ist wie Eisenstadt, nur dass sie vielleicht einen Maßstab haben. Das ist der ORF und das ist auch eine Mitschuld der SPÖ in diesem Zusammenhang, die diesen Privilegienstadel unter Wrabitz mit verursacht hat. Und wissen Sie, weil jetzt manche böse Blicke aus der SPÖ ernte, das ist auch der Grund dafür, warum ich ein Durchschnittsgehalt im ORF habe in der Höhe von 85.900
900 Euro, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Sozialdemokratie, das ist nicht, und das sollten Sie wissen, das ist nicht der österreichische Durchschnittslohn, sondern das haben Sie Ihren linken Freunden dort zukommen lassen. Und sage auch eines, das ist nicht das, was der Herr oder die Dame dort verdient, die mit der Kabeltrommel durch die Gegend läuft, sondern das sind die Manager, die Sie gemeinsam mit den Grünen und mit den Schwarzen dort installiert haben. Also ich würde mich angesichts der derzeitigen Situation eigentlich dafür schämen und selbst einen Beitrag dazu leisten, diesen Privilegienstadl zurückzubauen. Ich habe vorher bereits über den ehemaligen Generaldirektor Vrabec gesprochen, wo ich mich wundere, warum für den noch keine Managerhaftung gilt. Ich meine, der Herr Vrabec war immerhin, ich glaube, 16 Jahre Generaldirektor des Unternehmens. Und wissen Sie, auch da kann man Milchmädchenrechnung anstellen, wenn man die 16, jetzt kommt sicher gleich, Frau Kollegin Maurer, Sie hätten jetzt schreien müssen. Na, macht nichts. Also auch da kann man eine Milchmädchenrechnung anstellen. Und zwar, wenn man diese 16 Jahre mit 400.000 Euro pro Jahr hochrechnet, dann sind es 6,8 Millionen Euro, die der Herr Vrabec aus dem Unternehmen bereits herausgezogen hat. Also mit 6,8 Millionen Euro kann man doch davon sprechen, dass er nicht unbedingt vom Verhungern bedroht ist und dass er wahrscheinlich seine Schäfchen im Trockenen hat. Nein, es reicht noch nicht. Der Herr Vrabec, Sozialdemokrat, oder zumindest von Ihnen immer wieder forciert worden, der hat jetzt noch eine Luxuspension, da werden sich die Leute im Gemeindebau alle freuen, hat jetzt noch eine Luxuspension bekommen in der Höhe von 8.000 Euro. Wissen Sie, und das ist so bezeichnet auch im Hinblick auf die Sozialdemokratie. Ich finde es interessant, dass gerade Sie darüber nachdenken, jetzt den Herrn Vrabec zu Ihrem neuen Parteichef zu machen, weil das würde ja im Grunde der Franitzky-Doktrin entsprechen, denn wir wissen ja, seit 1986 ist der Arbeiter in der SPÖ komplett verräumt. Da geht es nur mehr um den Nadelstreifsozialisten. So gesehen würde auch ganz gut ins Bild passen. Ich hoffe, Sie finden da bald eine Entscheidung. Die Finanzlücke beim ORF, die ist auch bemerkenswert, man spricht von 340 bis 350 Millionen Euro. Und wissen Sie, auch da, weil da gerade wieder irgendwelche Misstöne aus der SPÖ höre, auch da haben Sie sich ganz tolle Geldspeicher zusammengebastelt am Königlbert, Herr Kollege. Die Geldspeicher können wir gerne miteinander durchgehen, aber da können Sie jetzt ja vielleicht auch mal aktiv werden. Vielleicht gibt es da Personen in der Sozialdemokratie, die wissen, warum gewisse Gelder wo liegen. Warum gibt es zum Beispiel 118 Millionen Euro an Pensionsrücklagen, Herr Kollege Leichtfried? Für wen sind die reserviert? Das sind nicht die Mitarbeiter in der Technik, sondern das sind Ihre Direktoren, die Sie überall hingesetzt haben. Müssen wir mal ganz klar sagen. Kollege Leichtfried, für wen haben Sie in Zusammenarbeit mit den Grünen und mit der ÖVP 118 Millionen Euro an Golden Handshakes Geld zur Seite gelegt. Für wen haben Sie das gemacht? 118 Millionen Euro für Golden Handshakes. Da werden sicher auch nicht die Leute in der Technik profitiert haben, sondern andere. Und dann, wissen Sie, würde mich eines ganz besonders interessieren, da gibt es eine Blackbox. Ich würde das jetzt gar nicht parteipolitisch meinen, vielleicht was einmal eine Redbox, dann was eine Türkisbox, eine Grünbox und jetzt ist eben eine Blackbox. Aber es gibt da oben ein Budget, da gibt es einen Geldspeicher, da liegen 100,6 Millionen Euro drinnen und die sind ohne konkrete Verwendung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wofür sind denn diese 100 Millionen Euro? Warum muss ich denn schon wieder dem Bürger in die Tasche greifen und eine Haushaltsabgabe einführen? Und auf der anderen Seite werden da oben insgesamt 374 Millionen Euro verwaltet, wogegen es aber ein Finanzloch von 340 Millionen gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Ministerin, ihr habt ja vielleicht jetzt mit meinen Rechenaufgaben auch Ihre Arbeit mitgemacht, aber schauen Sie das einmal an, wo das Geld liegt, anstatt in irgendwelche Taschen zu greifen, in denen Sie nichts verloren haben. Womit ist der ORF kürzlich aufgefallen? Naja, mit einem extrem miserablen Programm und mit einer Politisierung seines Programms. Und da lasse ich jetzt einmal die SPÖ ein bisschen durchschnaufen, da wende ich mich jetzt einmal zur ÖVP. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben den ORF in einer Art und Weise politisiert, wie sich es bis jetzt noch keiner getraut hat. Das war der Gipfel der Schamlosigkeit. Also wenn ich allein an den Fall Ziegler denke, ja, wo der Herr Ziegler schon sozusagen als geheimer Medienlandesrat in Niederösterreich gehandelt worden ist, der bei der Frau Mikl-Leitner am Schreibtisch sitzt oder am Besprechungstisch und dort schon die Landtagswahlkampagnen mitplant und sie durchschaltet bis in, von Tipp 1 bis 5, ja, dann sieht man, dass man dort was falsch verstanden hat und dann sieht man auch, dass es dringend nötig wäre, im ORF danach zu trachten, dass eben nicht politisch eingesetzt wird, wenn es um einen ORF-Direktor geht, sondern dass es der macht, der es am besten kann. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich nicht der Herr Ziegler gewesen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wichtig, und das gebe ich Ihnen auch mit, wäre es auch vielleicht eine gewisse politische Äquidistanz
zu üben. Ich verstehe nicht, was die Frau Russwurm bei Ihnen auf der Wahlkampfschlussveranstaltung verloren hat als ORF-Moderatorin. Da muss man sich halt entscheiden, möchte man Politik für eine im Abstieg begriffene ÖVP machen, kann man ja machen, die Frau Russwurm kann ja kandidieren, oder möchte man eben am besten Sendeplatz im ORF sein. Man kann beides hinterfragen, aber muss sich für eines entscheiden, und dass Sie die Frau Russwurm in so eine Situation bringen, war von Ihnen übrigens auch nicht sehr höflich, denn die Sie hätten ja sagen können, dass Sie im Begriff sind, die Wahl haushoch zu verlieren, dann hätten Sie die arme Dame nicht nur mitbeschädigt mit ihrem eigenen Problem. Aber wissen Sie, nicht nur die politische Korrumpierung ist im ORF vorangeschritten, sondern es gibt natürlich dann auch noch andere Dinge, wo man sich wirklich fragen muss, wie funktioniert das eigentlich? Wie geht es, dass im ORF eine Fernsehsendung ausgestrahlt wird, wo im Dezember 2021 den Bürgern, die halt noch ORF schauen, empfohlen wird, ihre eigenen Kinder impfen zu lassen? Da sagt der Moderator dazu, das ist gut und alles Wichtige und so weiter und so fort. Aber wissen Sie, Herr Kollege, hören Sie zu, was ich jetzt sagen muss. Und das erklären Sie mir dann vielleicht auch gleich, wenn Sie dann vielleicht doch herauskommen. Können Sie mir sagen, warum diese Sendung vom Impfstoffherstellerverband produziert worden ist und wie es da mit der Compliance ausschaut? Können Sie mir das sagen? Und haben Sie den Eindruck, dass dort wirklich objektiv Bericht erstattet worden ist? Oder hat es da auch noch etwas, was man vielleicht einmal genauer, vielleicht in einem Corona-Untersuchungsausschuss sich anschauen muss, Herr Kollege? Das sind Dinge, die man sich anschauen muss. Aber weil wir gerade bei den Grünen sind, ich habe ja vorher gesagt, da werden ein paar Studienabbrecher werden dort untergebracht und so weiter und so fort, und auch ihre Multifunktionäre, wie zum Beispiel der Herr Lockl. Den Herrn Lockl sollten wir uns genauer anschauen, das ist der ORF-Stiftungsratsvorsitzende. Und wissen Sie, was der sonst noch so getrieben hat? Naja, er hat früher für ein Jahressalär von 78.000 Euro den Herrn Bundespräsidenten beraten. Er hat sich in den letzten zwei Jahren aus ihrem Ministerium, aus ihrem Klimaministerium von der Frau Gewessler gleich 900.000 Euro überweisen lassen und dann diesen marxistischen Ersatzbeirat, Klimarat oder wie auch immer das heißt, ja, den hat er auch noch mitorganisiert. Ich weiß schon, dass Sie auf Rete stehen, aber das ist nicht meine Meinung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber nichtsdestotrotz hat auch das 400.000 Euro gekostet. Und dann sitzt der ORF und greift dann da unter Umständen noch ins Programm ein. Und ich sage Ihnen eines, wenn der ehemalige Berater des Bundespräsidenten jetzt im ORF die Fäden zieht und dann zufälligerweise keine Wahlkampfauseinandersetzung mit dem Bundespräsidenten stattfindet, dann glaube ich nicht an Zufälle. Wenn der Berater der Frau Gewessler mit insgesamt 1,3 Millionen Euro den Klimarat über die Maßen forciert und auf der anderen Seite auch die Frau Gewessler über die Maßen im ORF vorkommt, ja, dann glaube ich hier auch nicht an Zufälle. Und da sieht man, wie schnell sie es geschafft haben, genauso korrupt wie die ÖVP zu werden. Das kann ich Ihnen hier auch einmal sagen. Genderwahn allen Ortes. Sie versuchen, ihre grausen politischen Ideen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk direkt in die Gesellschaft hineinzutreiben. Das glaubt man ihnen aber nicht, nimmt man ihnen auch nicht ab. Und genau deswegen sind wir und muss man auch gegen diese Haushaltsabgabe sein. Und nun zu Ihnen wieder, Frau Minister. Sie kennen die Probleme in ORF seit langem. Sie wissen ganz genau, wo Handlungsbedarf ist. Sie wissen ganz genau, dass Sie von den Grünen nur mehr ausgebremst und missbraucht werden, weil Sie selbst aufgrund Ihrer politischen Verfasstheit nicht mehr manövrierfähig sind. Aber ich sage Ihnen eines, noch sind Sie trotzdem Mitglied dieser Bundesregierung und noch haben Sie auch eine gewisse Verantwortung, uns vor den Grünen zu schützen, auch wenn Sie Ihr Koalitionspartner ist. Denn wir brauchen kein ideologisch umgebautes Staatsfernsehen wie in der DDR, sondern wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der objektiv Bericht erstattet und wo irgendwelche linkssozialistischen Träumereien angestellt werden. Und wissen Sie was, weil ich es auch vorher schon erwähnt habe, in der Corona-Krise, wo ja jeder Gebührenzahler schon zum Masochisten erklärt worden ist, weil sie jeden Tag aus dem Fernsehen heraus beschimpfen lassen musste, ein großer Teil der Bevölkerung, wissen Sie, und das noch von ihren Staatskabarettisten, die es auch noch alle gibt, na, das waren die Ersten, die beim Corona-Topf gestanden sind und dort Millionen abgezogen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da sieht man die Doppelmoral. Ja, auf der einen Seite mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen, einen großen Teil der österreichischen Bevölkerung tagtäglich in irgendwelchen spaßfreien, zumindest titulierten Sendungen da irgendwie traktieren, und auf der anderen Seite war die Ersten sein, wenn es darum geht, Corona-Hilfen abzugreifen, wie zum Beispiel der Herr Niavarani, der unglaublich viele Beschimpfungen vorgenommen hat in allen möglichen sozialen Medien, aber die 2,2 Millionen Euro, die hat er sich dann schon ausbezahlen lassen. Also da sieht man schon, mit welcher Doppelmoral hier agiert wird und warum es wichtig ist, hier einiges zu verändern. Meine Damen und Herren, im ORF kann man von einer riesengroßen Baustelle sprechen. Und Frau Bundesministerin, ich glaube nicht, dass Sie diese Baustelle dieses Jahr noch lösen werden. Und ich bin auch schon gespannt, ob es irgendwann einmal so weit ist, dass Sie uns ein ORF-Gesetz vorlegen, mit dem man irgendwas anfangen kann. Das, was man bis jetzt hören konnte, lässt jedenfalls darauf schließen, dass es nicht sehr weit damit sein wird.
Eines noch zum Schluss. Das Wichtigste im ORF ist eine Entpolitisierung und da können Sie sich als Amt der ÖVP mit hinaus politisieren. Aber genau das ist es, was Sie nicht machen. Denn wenn ich heute höre, dass der Herr Eigelsreiter, der nur dadurch berühmt geworden ist, dass er immer Ja gesagt hat in Niederösterreich, dass der jetzt ORF-Sportchef wird und eines der größten Budgets verwaltet und vielleicht auch noch dafür sorgen muss in Zukunft, dass die Gattin des Herrn Bundeskanzlers bei möglichst vielen High-Society-Events im Sport teilnehmen kann, dann haben Sie es wieder nicht verstanden. Dann setzen Sie einen Weg der Korruption genauso fort, wie Sie es die letzten Jahre tun. Und genau da müssen Sie ansetzen. Wir sind für einen ORF, der der Politik entrissen wird. Wir sind für einen ORF, der ganz sicher nicht mit einer Haushaltsabgabe finanziert wird. Und vor allem sind wir für einen ORF, der fair Bericht erstattet, die Bedürfnisse der Bürger ernst nimmt. Und vielleicht könnte man zum Schluss auch noch eines verlangen vom ORF. In Dänemark ist es vorgezeigt worden. Dort hatten Medien den Mut, sich für eine verfehlte Berichterstattung in der Corona-Zeit zu entschuldigen. Das vermisse ich vom Königlberg noch immer.